Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wissen. Und zwar sind wir immer noch dabei, dieses Priestergrab irgendwie herauszufinden, wie man wohin kommt. Es ist so verzwickt. Ich weiß nicht, ob ich überall gewesen bin, was uns noch erwarten wird. Es ist alles unklar. Da, für die Moment Nummer 2. Genau, jetzt können wir durch über die Brücke. Sehr schön. Magie wirkt hier nicht. Sehr schön, aber hier war doch auch noch was, oder? Ist das hier nur für die Winde, der Weg? Damit man über die Brücke kann? Nee, aha. Ich weiß. Wir haben gleich ein Problem. Wir haben gleich ein großes Problem, Leute. Wir sind schon wieder mittendrin. Die Folge hat kaum angefangen. Wir sind schon wieder mittendrin. So, wird Nautilus. Darin haben wir keinen Freddy. Ich meine, wir können ihn zwar... Ich weiß nicht, wo wir uns hier wiederbeleben sollen, ohne dass er uns bekommt. Es bleibt erstmal dunkel. Oder auch nicht. Komm! Nein! Nein! Nein, ich krieg nicht! Und die warten hier schon auf uns. Wen ist denn ein Schimmer zum Schauen? Oh, noch einmal, dann habe ich ihn doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, tief durch an. Tief durch an. Vor allen Dingen speichern. Da hinten sind nämlich noch mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt holen wir uns aber unseren Freddy erstmal wieder. Oh mein Gott. Das war jetzt wirklich eine Anspannung für mich, ey. Das war so krass jetzt. Einen Schluck Kaffee machen. Okay. Schwere Truhe. Die Waldfee. Also es ist zum Schluss jetzt hin hier mit den Äxten echt schon ziemlich schwer. Und wenn ich ganz ehrlich bin, oh guck mal hier, Titanbogen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das Ganze ohne meine Magie, nur im Nahkampf, wäre das nicht gegangen. Jedenfalls für mich nicht. Aber man weiß es ja nicht, ne? Dann hätte ich vielleicht andere Skills gehabt, dass ich da 2-3 Mal zugeschlagen hätte. Die Viecher wären tot gewesen und ich selbst hätte vielleicht eine richtig gute Richtung gehabt. Der hat noch einen. Oh. Was? Nee, da waren wir ja schon dran. Ist da nur einer? Da müsste doch nur einer sein, oder? Oh, die Truhe. Oh, die ist offen, Gott sei Dank. Leute, ich kann euch mal sagen, das Ganze zieht sich hier echt schon so extrem in die Länge. Warum mache ich dann das noch? Das verstehe ich nicht. Ich will jetzt diese dämliche Rüstung finden. Ich lasse alles stehen und liegen. Moment, hier ist einmal eine Türe. Die führt dahin, wo wir hergekommen sind, ne? Ja. Aber wo führt die hin? Da
Das sind immer so dunkle Gänge, ne? Und ist egal, wie viel Licht man hat, es ist dunkel. Es ist einfach stockenduster. Ah, wir sind hier einmal jetzt rumgegangen. Gut, das bedeutet, wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Das bedeutet auch, wir können hier wieder umschalten, denn die Brücke ist ja jetzt unten. So nach und nach kommen wir jetzt dran, ne? Das ist so ein kleineres Rätsel, die wir bestreiten müssen. Guck mal. Und da ist schon ein bisschen was offen. Und wir machen diese Biester jetzt schon mal platt. Ist ganz cool, wenn die Türen schon mal offen sind und die anderen nicht. Cool. Dann noch einer. Dann kann man hier wirklich nichts sehen, ne? So, schön. Was? Beide zu? Gut, dann ist jetzt beim nächsten Mal die Türe offen, die andere. Muss ja. Ja, gut. Nochmal speichern. Was für eine verzwickte Lage, in der wir uns hier befinden, meine Freunde. Genau, da kamen wir noch nicht durch. Oh, ich habe das Gefühl, es krabbelt mich hier irgendwas, ne? Irgendein Vieh oder so. So, die Brücke ist offen. Na, die Winde ist nur, damit es wieder hochgeht. Stimmt, hier kann Fred nicht rein. Deswegen, er ist schon weg, er ist schon weg. Was passiert hier? Irgendwas passiert hier, aber was? Ich kann hier nicht zaubern, oder? Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Wie soll ich denn da bitte rüberkommen, meine Freunde? Na so. Aber hier wird man sie wieder. Ah, hier kann man was holen. Ich dachte, das wäre wieder ein Skelett. Aber nein, hier kann man was holen. Also ich denke, es werden noch ein paar Folgen werden. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte in dieser Sitzung, in dieser Session, Aufnahmesession, das komplette restliche Game noch durchspielen. Aber anscheinend ist tatsächlich so. Oh Gott, ich sehe hier überhaupt nichts. Da ist noch eine Winde. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehen wir. Mhm. Okay. Ladies and Gentlemen. Jetzt können wir hier durch. Und durch das Haupttor. Das heißt, wir haben jetzt alles geschafft. Wir können jetzt durch das Haupttor wieder durch. Wo wir gerade diese Aschebestien platt gemacht haben. Können wir jetzt durch? Oh, wie das da sitzt, ne? Hammer. Aber leider alles so duster. Ich hoffe, es geht bei YouTube halbwegs. Und totes Biest. Die Frage ist jetzt... Okay, plündern wir erstmal diese schwere Truhe. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig, das ist offen schon. Oh, sehr schön. Eine Titanarmbrust. Rüstungsteil, da ist das Rüstungsteil. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Und da weiß ich, dass die sich, glaube ich, zwei in einem Priestergrab. Irgendwie auf jeder Seite ein oder irgendwie sowas war da. Und die holen uns definitiv. Müssen wir jetzt hier wieder raus? Oder was passiert jetzt hier? Ich kann auch so schlecht. Hallo? Kuckuck. Also ist hier echt dunkel. Dieses Mal. Muss ich sagen, es ist selbst mir zu dunkel am Bildschirm. So, hier kommen wir jetzt wieder raus. Ja, hier sind wir. Dann geht es jetzt. Genau. Gut, warten. Genau. Dann geht es jetzt die eine Tür. Da war ja nur noch eine. Geht es wieder raus. So, diese nicht.
Welche waren das jetzt? Hier unten muss das gewesen sein. Und zwar diese. Genau, da kommen wir nämlich hoch. Und ich glaube, hier können wir raus. Glaube ich. Nicht, dass ich mich jetzt verlaufen habe. Ja. Jetzt müssen wir hier alles wieder zurück, oder was? Genau, hier runter müssen wir. Waren wir da lang? Oh, wo geht's raus? Ich will doch einfach nur nach draußen. Ich glaube, diesen Weg. Immer da, wo es leuchtet. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das Rüstungsteil und es fehlen noch zwei. Ich glaube, hier, ne? Das ist es. Hä? Hä? Okay, hier bin ich, glaube ich, falsch. Nee, hier. Das ist das Rüstungsteil. Also das finde ich das Blöde. Denn was bleibt denn nicht, die Lampe? Warum? Doch. Dass wir ja jetzt immer wieder zurück raus müssen. Und jetzt ist hier nämlich nochmal Patty, mit der wir nochmal quatschen können. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Es ist düster, es ist dunkel. Toll. Verdammt, da bist du ja endlich. Ja. Warum hat das denn so lange gedauert? Naja, jetzt bist du ja da. Und? Warst du erfolgreich? Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Wirklich? Was ist das denn? Ein Teil des Rüstzeugs eines mächtigen Krieges. Aus längst vergangenen Tagen. Ja. Aha. Und was ist an dem alten Kram so wichtig? Es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen, das aus dem Vulkan auszubrechen versucht. Aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung. Wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? Ich werde zu Eldrick, dem Druiden. Ja. Er hat mir schon mal geholfen, etwas zu reparieren. So, so. Eldrick. Yep. Na ja. Du scheinst ja zu wissen, was du tust. In Ordnung. Jeder mal die Welt retten. Das kannst du am besten. Und wenn du damit fertig bist, hauen wir ja ab, ja? Du meinst, ich soll dir helfen, den restlichen Kram deines Vaters zu finden? Vielleicht. Es würde sich für dich lohnen. Es würde sich lohnen, Leute. Da bin ich mir sicher. Ich muss erstmal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben. Dann können wir weiterreden. Ja, das will ich auch hoffen. Denn sonst, naja. Ja. Ach, nichts. Komm einfach wieder. Klar, Betty. Okay? Ich muss jetzt gehen. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du... Viel Glück, mein Held. Danke, meine Freundin. Kann man nochmal... Jetzt handeln? Geh doch endlich und bring diesen verfluchten Vulkan zum Schweigen. Ja, nein, wir können ihn nochmal handeln. So, meine Freunde, jetzt zum Banditenlager. Nee, Moment, ich habe nicht mehr so viele Tränke. Doch hiervon haben wir noch genug. Ach komm, Banditenlager. Denn ich weiß, wo das nächste Kisserad ist. Das letzte. Und zwar oben. Oberhalb, aber ich will noch mal schlafen. Das ist nämlich jetzt duster. Wobei es im Banditenlager immer duster ist, ich weiß. So. Ne, nach dieser Strapatte müssen wir uns auch mal ausruhen. Bevor es dann endlich weitergeht, beziehungsweise... So, jetzt muss ich aber da irgendwie hochkommen. Das ist nämlich nicht hier drin, das ist oben rum. Ne, Moment, da müssen wir da lang, glaube ich. Ich muss hier oben rum irgendwo. Das weiß ich. Das war hier oben drüber irgendwo. Das ist nicht nötig. Du sagst immer, das ist nicht nötig. Aber guck mal, selbst die Stachelratten habe ich nicht gesehen. Da, ich finde den Weg noch nicht mal so duster. Ist nicht nötig. Natürlich ist es nötig. So, 6. Wir haben jetzt einiges wieder zu kämpfen. Oh Leute, es tut mir so leid, dass das hier so duster ist. Hallo. Gezaubert wird hier nicht, verstanden? So, was habe ich denn hier gezaubert? Das Vieh ist erledigt. Ja. Ich weiß, was uns jetzt da oben noch erwartet. Wisst ihr was? Dann nehmen wir halt eben eine Fackel, wenn der uns nicht
Licht, anders Licht macht. Ja, toll, sobald wir kämpfen, lässt er die fallen. So, zack, zack. Zack. Oh, da ist einer. Zack, weg. Und zack. Kann man die Fackel mitnehmen? Ja, kann man mitnehmen, super. Ich lasse jetzt alles liegen. Oh, nein, Oger. Es ist nicht Dog, ne? Nein. Es ist nur ein Oger. Ein Oger. Und Oger. So, Oger haben Bier dabei. Aha. Und wo geht's hier lang? Ah, okay, das geht durch die Sümpfe. Ja, noch ein Oger, ein Oger. Jetzt hier lang zu deren Höhle. Ja, da ist deren Höhle, meine Freunde. Auch wenn ihr es nicht sehen könnt, weil es so duster ist. Dass man hier wieder nichts sehen kann. Da sind mehrere drin. Und definitiv mehrere drin. Die machen definitiv den Freddy kalt. Er will mich. Autsch. Oh, das war knapp immer. Das ist immer knapp. Und die 8 reicht, glaube ich. Ja, die 8 reicht. So. Müssten da aber nicht noch mehr drin sein. Waren das alle? Dass wir hier noch jemanden. Da, hier ist nämlich eine Ogerhöhle. Nein. Nicht mit mir. Nein, nein, nein. Oh, war das. Mein Licht hier zieht irgendwelche Viecher an. So, das war's. Ich glaube, das war's. Ja. Das war's schon hier, leider. Aber so haben wir die Ogerhöhle auch mal gesehen. Die sind wirklich versteckt, diese Höhlen, ne? So, aber jetzt zurück, denn da ist ja nur der Sumpf. Wir müssen aber zu der... Hier, das ist der Eingang, glaube ich. So, dann wollen wir mal erstmal die Panzergrillen hier beseitigen. Das dürfte ein einfaches sein. Oh. Sehr schön. Läuft doch, oder? Na schön, noch ein Eingang. Ach du meine Güte, das sieht schon so bedrohlich aus, dieser Eingang. Jetzt müssen wir erstmal alles hier vernichten. Ist da noch was? Kann man nicht sehen. Was uns hier in den Weg sich stellt. Alles vermischt und... Ich heb jetzt auch nicht mehr, wer weiß was auf. Kann ich da hoch? Und da? Na, so viel Interessantes ist da jetzt nicht, Leute. Und wir haben ja schon genug zu tun hier. Aha. Echsenmensch, Echsenmensch. Was ist das? Ist das der einzige Echsenmensch? Oh, hier ist so eine Leiche mit der Karte. Wenn es schon eine Karte gibt von diesem Bereich. 5 Minuten selten, ne? Aha. Und da ist noch was ganz anderes. Und hier kann man wieder nicht zaubern. Mal einer an. Wen haben wir denn da? Den Broger. Unser Mörder. Nee. Wer war denn nochmal? War er das von dem Banditenlager, den wir verjagt haben? Oder der, den wir... Krieg ich dich endlich, Mistkerl? Broger? Was machst du denn hier? Was ist das denn für eine selten dämliche Frage? Aber was erwarte ich auch von so einem Schwachkopf wie dir? Ich wusste, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Hm. Und jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Dann lass es uns endlich zu Ende bringen. Nichts lieber als das. Du hast mir alles genommen, was ich hatte.
Jetzt wirst du dafür bezahlen, du Schwein. Ich glaube, das ist der Weg vom Banditenlager. Tja, so schnell kann das gehen. So schnell kann so etwas gehen. So, geht's denn da lang? Oder geht's... Achso, das ist der Ausgang. Gut, das bedeutet für uns, wir müssen hier rüber. Und wir machen von hier drüben erstmal ein paar Brontos kalt, würde ich sagen. Warum rennen die denn alle hin? Hallo, nicht wegrennen. Na schön. Gehen wir erstmal so rüber. Ich glaube, die kommen jetzt auch wieder zurück, alle. Das wird knapp. Ich habe nicht mehr genug Mana. Das ändert... Ah! Da kommt sie schon! Freddy! Oh, 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 oh. Animation! Okay, wir gehen jetzt einfach mal durch. Ich habe jetzt hier keinen Bock, mich nur wer weiß wie umzugucken. Es reicht mir wirklich langsam. Da muss ich mir auch noch mal eine Lösung einfallen lassen, einfach. Wie ich in Zukunft diese Let's Play, weil ich habe ja nur Spiele, die groß sind, große Spiele, die ich gerne spiele. Und die ich meistens dann auch Let's Play. Und da muss ich mir echt überlegen, weil... Ja, so fast zum Schluss, so fange ich dann doch tatsächlich an, dass mir die Lust fehlt. Ja, um irgendwas zu machen. So, wie man sieht, sieht man hier sehr viel. Da müssen wir überall hin. Da müssen wir überall hin. Die Bestie können wir jetzt schon mal platt machen. Ne, die kommt. Wenn die sich auf den Weg macht, heißt das für uns... dass es da einen Weg nach oben hier gibt. Genau, da kommt sie nämlich schon. Guck mal, Freddy, es gibt Arbeit. Da kommt noch mehr, hab keine Angst, Freddy. Da sind sie. So, sehr schön. Geht ja relativ zügig hier. Alles platt, aber ich muss trotzdem noch mal gucken. Genau, wir haben nämlich jetzt zwei Seiten, wo wir was machen müssen. Und ihr könnt es euch denken, das seht ihr ja auch an der Länge des Videos. Machen wir das in der nächsten Folge, denn dies ist vorbei. Und ich denke, in der nächsten Session werde ich auch bis zum Ende kommen. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Also die nächste Folge wird noch nicht das Ende sein, das nicht, aber ich werde in der nächsten Aufnahmesession, wo ich ja mehrere Folgen immer aufnehme, denke ich, zum Ende kommen, wo ich mich jetzt auch wirklich langsam drauf freue, denn das zieht sich echt im Moment hin. Und ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und ciao, ciao.